Es ist also ein sehr spannendes Thema und es geht ein bisschen darum, er hat es eigentlich schon gesagt, jetzt im ersten Vortrag darum, können wir eigentlich unser Gehirn, das wir alle haben, kann man das eigentlich nachbauen? Kann man den Gehirncode knacken? Und kann man, indem man eben den Gehirncode knackt, da sehr viel künstliche Intelligenz am Schluss herstellen? Der Mann, der jetzt kommt, ist eigentlich ursprünglich mal Hirnforscher und da kommt dann eben sein Interesse, glaube ich, her, um die Fragen zu klären. Aber gleichzeitig ist eben auch Unternehmer, hat 2010 die Firma StarMind gegründet, die eigentlich auch versucht, anderen Firmen ein Mittel in die Hand zu geben, wie man Know-how, wie man Wissen kann sammeln in einer Firma. Das heisst, er versucht so quasi wie das Gehirn zu geben anderen Firmen, damit die Firmen das Know-how in ihrer eigenen Firma besser können erkennen und sammeln. StarMind also 2010 gegründet, 2018 jetzt eine grosse Kapitalerneuerungsrunde für die Firma. Es ist also nicht mehr ein Start-up oder man kann sagen, ein etabliertes Start-up. 2015 noch einen Preis von einem ICT Award bekommen als bestes Newcomer-Startup. Inzwischen eben sehr etabliert, 100 Mitarbeiter mit Repräsentanzen dann heim. Das Heim ist quasi in Küsnacht am Zürichsee, also an dem Küsnacht, nicht da am Vierwaldstättersee. Das ist quasi die Homebasis, aber die Firma ist inzwischen auch tätig in New York, in Frankfurt und jetzt will man sogar noch quasi in Asien Fuß fassen. Also sehr ambitioniert und er wird jetzt auch uns einige Dinge sagen über künstliche Intelligenz und uns da ein bisschen aufklären. Vieles, was künstliche Intelligenz sich nennt, ist es vielleicht gar nicht ganz so genau. Deshalb jetzt ein Applaus für den Pascal Kaufmann, den Gründer, Erfinder von StarMind und auch jemand, der uns sagen kann, können wir den Gehirncode wirklich knacken oder ist das wirklich nur eine Illusion? Bitte schön, ein Applaus für den Pascal Kaufmann. Es ist natürlich eine grosse Ehre, hier im Kanton Schweiz zu referieren. Ich bin ja nicht so weit von da, habe Kindheit verbracht und hätte ich damals meine Eltern und meine Großmutter gesagt, dass ich da eines Tages als Wissenschaftler darf, vor so Wirtschaftsgrössen wie Sie reden, hätten die mir das sicher nicht geglaubt. Meine Aufgabe ist Ihnen, in etwa 20 Minuten zu erzählen, wo wir eigentlich stehen im Bereich künstliche Intelligenz. Wie lange müssen wir noch warten, bis uns die Roboter überrennen? Wann klopft der Terminator an der Haustür? Wenn man Zeitungen aufmacht, könnte man meinen, das passiere demnächst. Und ich möchte am besten gerade ganz kurz anfangen, mit was eigentlich mein Background ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so gerne in die USA gegangen damals, weil es da wirklich einfach super schön ist. Also wenn ich an die Schweiz denke, dann denke ich an Etzel, dann denke ich an Zürichsee, ich denke an Johannesburg. Für mich ist das eigentlich Schweiz. Und wenn man das ein bisschen vergleicht mit anderen Ländern, komme ich immer wieder ungern zurück. Aber wenn ich einmal in Zürich wieder lande, nach einem Reisen in New York oder wenn ich in China war, muss ich immer ein bisschen runterkühlen. Ich habe sogar das Gefühl, dass man hier in der Schweiz ein bisschen langsamer spaziert auf der Trottoir. Und darum eben möchte ich Ihnen auch ein bisschen Insights geben von anderen Ländern, anderen Firmen, wie das so zu und her geht im Bereich künstliche Intelligenz. Meine Aufgabe war, Hirne zu Lebewesen auszusetzieren. Das ist das, was Sie da zur Linken sehen. Ich musste Hirne auszusetzieren und die Gefäße sind auch mit künstlichem Blut. Das hat sich ein bisschen ausgesehen wie beim Frankenstein daheim. Das habe ich damals gemacht an der Chicago Medical School in den USA. Und meine Aufgabe war, die Röte dann direkt in die Sehnerven zu integrieren. Das sehen Sie da zu Ihrer Linken. Und dann die lebendigen Hirne, diesen Gefäßchen mit künstlichem Blut, direkt über so Kabel mit einem Roboter zu verbinden, den Sie auf Ihrer rechten Seite sehen. Der Roboter ist dann da so in die Weltgeschichte umhergefahren und hat direkt die Kamerasignale über die Köbel in die Hirne, in diesen Gefäßchen gespissen, die da künstlich am Leben erhalten worden sind. Und wenn es zum Beispiel Ihr Hirn wäre oder mein Hirn und plötzlich anstelle von vielleicht Brillengläsern oder biologischen Augen, haben Sie einfach die Röte im Sehnerv hinein, ja, dann würden Sie ja gerne irgendetwas mit dem Körper machen wollen. Aber der Tumor ist ja weggeschnitten, da habe nur noch den Rückenmark rausgeschaut, wo der Output vom Hirn ist. Also habe ich da wieder zwei Röte inseriert und der Output vom Hirn direkt mit der Rädchen verbunden von dem Roboter. Und das ist eigentlich vor fast etwa 20 Jahren einer der ersten Cyborgs gewesen, Verschmelzung zwischen der Maschine und einem Hirn. Wie soll ich Ihnen das erzählen, noch vor dem Nachtessen? Da ist dann ganz viel entstanden, unter anderem die Technologie StarMind. Und ich glaube, dass das Rennen um künstliche Intelligenz ein bisschen vergleichbar ist, wie damals das Rennen um wer zuerst auf dem Mond ist. Ich möchte ganz kurz ein Video Ihnen zeigen. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago? Fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Aber dass die Schaffung von menschenartiger künstlicher Intelligenz mindestens so ein Milestone wird sein, wie damals die Mondlandung, die etwa vor 50 Jahren stattgefunden hat. Ich habe damals Altgriechisch gemacht im Gymi und ich habe damals gelernt, dass der Zeus, dass der Prometheus eigentlich das Feuer geklaut hat vom Göttervater Zeus und dass der eigentlich künstliche Intelligenz geschaffen hat. Er hat nämlich das Feuer den Menschen aus Lehm gegeben und ist eigentlich so der Erschaffer von der menschlichen Spezies. Ich habe den Prometheus, der das Feuer geklaut hat, immer einen Superstar gefunden. Ich dachte, wow, das ist doch super. Und damals als 12-Jähriger hat man dann den griechischen Professor gesagt, nein, Pascal, das dürfen wir nicht. Wir dürfen keine künstliche Intelligenz kreieren, wir dürfen keine künstlichen Menschen machen, das dürfen nur Götter. Und darum hängt eben der Prometheus heute noch am Kaukasusgebirge irgendwo angenagelt, wo ein Adler kommt und jeden Tag von seiner Leber zehren. Das ist ja quasi das Schlimmste, was man machen kann. Und seitdem weiss ich will künstliche Intelligenz bauen, ich will Roboter bauen. Das ist ein Thema, das mich fasziniert. Und ich glaube, das wird gebaut werden. Entweder wird das in der Schweiz gebaut werden oder es wird irgendwo in China gebaut werden oder irgendwo von einem grossen Tech-Konzern. Es ist eigentlich nur eine Frage vor der Zeit, wie lange das geht, bis man den Braincode knackt hat. Und ich habe gelernt in der Hirnforschung, dass man sich am besten 3 Sachen merken kann. Und da möchte ich Ihnen einfach 3 kurze Take-Home-Messages heimgeben. Die erste Aussage ist, passt sich auf mit dem Roboter-Hype. Also, wie lange geht es eigentlich noch, bis der Terminator klopft, möchte ich Ihnen 2, 3 interessante Gedanken mitgeben. Das zweite ist, passen Sie auf, wenn es um den künstlichen Intelligenz-Hype geht. Ich glaube nämlich nicht, dass es künstliche Intelligenz gibt. Und ich erkläre Ihnen das kurz, was ich damit meine. Und schließlich der dritte Punkt, mein Lieblingsthema. Eigentlich müssten wir in der Schweiz Führungsrollen übernehmen und global den Braincode knacken. Eigentlich müsste es da passieren und nicht in einem anderen Land. Ich möchte Ihnen auch da 2, 3 Gedanken dazu mitgeben. Jetzt Punkt 1, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich über die Themen rede. Was ist eigentlich Science? Wahrscheinlich Science Fiction, also da links. Das ist etwas, was man seit etwa 20 Jahren machen kann. Das ist einer, der ist komplett blind, ein Patient. Und dem hat man einfach 2 Videokameras auf die Brille aufgeschnallt und hat direkt den Output von dieser Brille in das visuelle Zentrum vom Hirn hineingespissen. Das kann man schon relativ lange. Es ist nicht so, dass er es jetzt wieder gesehen hätte. Er hat aber können sagen, okay, das ist ein Objekt, das ist eine Geschwindigkeit von links nach rechts. Also, der hat eigentlich schon können, wieder ein bisschen gesehen. Das rechts geht leider nicht. Auch wenn ich mir wünschte, mein iPhone wäre mir angemacht, ich habe schon so viel mal verloren, das ist immer noch Science Fiction, da direkt mit dem neuronalen Substrat. Also, wenn man aufpasst, wahrscheinlich Science oder Science Fiction. Die Frage ist, wie weit sind wir eigentlich in der Robotik, wenn man so vergleicht von vor 250 Jahren zu heute? Das sind Roboter, die können Sie in Neuchâtel besuchen. Das ist ein bekanntes Automatenmuseum. Damals in Neuchâtel quasi das Zentrum der Uhrenindustrie. Das sind Wundermaschinen von der Technik. Der Roboter da rechts, der kann zeichnen. Der können Sie programmieren. Können Ihnen nie Elefant zeichnen oder Blumen zeichnen. Dann zeichnet er. Die Dame in der Mitte, die kann Klavier spielen oder Instrument spielen. Und zwar sind ihre Hände drücken wirklich die Klaviertasten. Und der ganz links, der kann also schreiben. Da kann man eingeben, programmieren, muss den und den Brief schreiben. Also eigentlich kann man schon relativ lang Roboter bauen. Und interessant, dass die ausgerechnet in der Schweiz damals entworfen worden sind, die kann man heute sogar noch anschauen. Jetzt interessant ist, wie ist es eigentlich 2018? Also wenn man ein bisschen schaut, gibt es einen grossen, grossen Hype. Der hat eigentlich gestartet so da im Land, wo Google da die erste Robotikfirma gekauft hat. Übrigens schon wieder verkauft hat. Und wenn man da schaut, die NZZ, eine seriöse Zeitung, schreibt auch vor irgendwie 2 Monaten, eigentlich wenn man bald von Robotern überrennt, Killerroboter kommen bald. Also muss man sich schon ein bisschen fragen, wo stehen wir eigentlich? Und ich zeige Ihnen noch den Weltrekordhalter, eigentlich einer der vorgeschwindigsten humanoiden, menschenähnlichen Roboter von unserer Zeit, ist der Asimo. Also wenn Sie jetzt den Asimo wollen, da, ich sehe dann Plaza einladen, dann müssen Sie etwa 3 Tage voran etwa 5, 6, 7 Ingenieure alles vermessen, müssen ganz genau die Beschaffenheiten da überprüfen und dann kann der Roboter da vorne kommen und für 90 Sekunden ein bisschen winken und dann geht er dann wieder zurück. Und ich finde eigentlich qualitativ,
das ist ein bisschen frustrierend. Das sind immer noch einfach Büchsen oder Maschinen, die aussehen wie Menschen. Ob jetzt der da vor 250 Jahren ein Brief schreibt und winkt oder ob jetzt da halt ein Honda-Motor drin ist und winkt, eigentlich qualitativ noch nicht so einen grossen Unterschied da. Und der Grund ist halt einfach, Robotik ist halt ziemlich schwierig. Ich habe 15 Jahre im Labor für künstliche Intelligenz verbracht und zeige Ihnen mal ganz kurz, wie die Schweiz ausgesehen hat. 1995 habe ich den modernsten Roboter besuchen, den es in der Schweiz gegeben hat. Der ist damals an der Uni Irchel gestanden. Der Professor Rolf Pfeiffer hat mir den vorgeführt. Und zwar sieht die Maschine hier zu ihrer Linken ein bisschen aus wie eine Kaffeemaschine auf Rädchen. Und 1995 konnte diese Maschine sagen, ui, das ist eine Tür oder das ist eine Wand oder ein Stuhl. Also sie konnte Hindernisse ausweichen. State of the art. Dann im Jahr 2010 durfte ich schon mitarbeiten im Labor für Künstliche Intelligenz. Haben wir haben ein Skelett genommen, ein menschliches Skelett, und haben dort Motoren inseriert und haben menschenartige Roboter gebaut. Jetzt, wieso bauen wir eigentlich menschenartige Roboter? Ich mache ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich einem klassischen Terminator-Roboter beibringen müsste, so ein Glas zu heben, dann müsste ich exakte X, Y und Z-Koordinaten von denen, das ist eigentlich noch schwierig, bis er das Glas da hebt. Wenn Sie aber meine menschliche Hand anschauen, erstens mal bin ich noch ein bisschen nervös, das heisst, das klebt schon ein bisschen da, dann habe ich eigentlich Materialeigenschaften, die sehr elastisch sind, also ich habe hier Haut, dann meine Knochen sind elastisch, es kommt gar nicht so fest drauf an. Wie fest ich jetzt das Glas nehme, das Ding geht einfach nicht runter, weil eigentlich die menschliche Hand schon ziemlich intelligent designt ist. Also ist eigentlich die Intelligenz von einem Menschen sehr, sehr fest dezentralisiert. Und eben, je nachdem, wie man so eine Maschine designt, muss das Hirn gar nicht mehr so viel rechnen. Und das vergessen viele Ingenieure, dass eigentlich Intelligenz eben nicht nur im Hirn stattfindet. Durch den weiteren Roboi 2015, einer der herzigsten Roboter weltweit. Der kann nämlich rote Bäckchen machen, der kann auch Tränchen machen, der kann sogar reden mit ihnen. Der hat das klassische Baby-Schema, also einen grossen Kopf und einen kleinen, herzigen Körper. Und der Tausende von Facebook-Friends weltweit, glauben Sie mir, an dem Roboter ist dann gar nicht intelligent. Es ist alles vorprogrammiert, ich war da dabei, als wir den gebaut haben. Aber er wird weltweit gehypt als ein emotionaler Roboter. Trotzdem ist erstaunlich, wo stehen wir eigentlich 2030, wenn man da die Entwicklung anschaut, ist es ziemlich eigentlich noch beeindruckend. Jetzt gibt es noch einen grösseren Hype, nämlich den sogenannten AI-Hype. Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Und ich möchte Ihnen ganz kurz da eine interessante Begebenheit zeigen. Das ist so eigentlich das, was man sagt, das ist Künstliche Intelligenz. Da sehen Sie ein paar Begrifflichkeiten, die Sie in der Zeitung lesen können. Ich sage, es gibt eigentlich keine Künstliche Intelligenz. Und ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich so etwas sage, weil sogar der Google-CEO sagt, dass wir in eine AI-First-World gehen. Und wieso ich da skeptisch bin, möchte ich Ihnen mit folgendem Beispiel zeigen. Es stellt sich nämlich die Frage, was ist so richtige künstliche Intelligenz, wie man es aus dem Fernsehen kennt, und was ist so ein bisschen geschummelt, wo irgendwo Menschen im Hintergrund etwas machen und das wird als AI verkauft. Und eine interessante Begebenheit ist der sogenannte Schachtürk. Das ist eine Maschine, die ist auch etwa vor 200 Jahren gebaut worden. Und diese Maschine hat während Jahrzehnten jeden Mensch im Schachspiel geschlagen. Das war ein Roboter, eine Puppe, die hat ausgesehen wie ein Türk. Und diese Puppe konnte Schachfiguren bewegen. Und sie sehen, dass sogar der Napoleon persönlich gegen den Schachcomputer verloren hat. Und sie können damals die Überlieferungen anschauen von den Geschichtsschreibern. Die haben auch geschrieben, wow, wir haben künstliche Intelligenz gebaut. Wie lange geht es eigentlich noch, bis wir künstliche Menschen haben? Und sie schauen mal im Schachspiel. Und sie ahnen es bereits ein bisschen. Eigentlich ein bisschen geschummelt war. Da drin hat es nämlich kleinwüchsige Schachspieler gehabt, die von unten die Schachfiguren bewegt haben. Und es hat etwa 84 Jahre gebraucht, das sehen Sie hier zu Ihrer Rechten, bis man das eigentlich herausgefunden hat und die Maschine feierlich verbrannt hat, damals in den USA, in Philadelphia. Jetzt stelle ich mir schon die Frage, wie lange haben wir jetzt schon AI-Hype? Sind es 10 Jahre, sind es 15 Jahre? Die haben 84 Jahre gebraucht, bis sie herausgefunden haben, dass eigentlich das ein bisschen geschummelt war. Und darum, um das ein bisschen provokativ zusammenzufassen, eigentlich ist all das, was wir heute sagen, ist künstliche Intelligenz, nichts anderes als menschliche Intelligenz von gescheiten Programmierern in Source Code gepackt. Und da hat sich irgendeiner ganz viel überlegt und hat gedacht, wenn das, dann das und das. Und dann wird es als Software verkauft und man sagt, das ist mal künstliche Intelligenz. Also, das finde ich auch ein bisschen frustrierend. Ich will the real thing, ich will eine Maschine, die aus sich aus intelligent ist, nicht einfach nur das wiedergibt, was ein Mensch reingepresst hat. Und darum ein bisschen provokant das Leid, eigentlich wirklich der Büchsenmensch, das State of the Art im Bereich künstliche Intelligenz. Jetzt zum Begrifflichkeiten noch kurz klären. Der Begriff AI,
gibt es seit etwa 1956. Und der Begriff Machine Learning, wo alle darüber reden, gibt es etwa 1980. Seit da gibt es etwa schnelle Computer. Und Sie ahnen es bereits, 2010, Deep Learning, da hat es ein Katzenbild. Ich sage jeweils, als wenn Sie 300 Millionen Bilder von Katzen brauchen, zu können sagen, es ist eine Katze oder eine Kuh oder ein Haus. Finde ich das jetzt nicht so intelligent. Also, wenn immer Sie irgendwo eine Zeitung lesen, Big Data, Deep Learning, AI, empfehle ich Ihnen, so ein bisschen skeptisch zu sein, weil eigentlich wäre die künstliche Intelligenz eher solche Small Data. Also kleine Kinder schauen sich einmal eine Katze an, knuddeln die Katze ein bisschen und wissen aber für immer und ewig, was eine Katze ist. Also das Hirn ist dann alles andere als ein Big Data. Eigentlich macht mein Hirn alles, um Daten wegzuhalten von mir. Und darum empfehle ich, da ein bisschen skeptisch zu sein, wenn Sie das in den Medien lesen, wenn Ihnen auch etwas verkaufen will. Das ist ein paar Big Data und AI. Jetzt trotzdem natürlich sehr eindrücklich. Also wenn man nachher schaut, das Spiel, das heisst Go, hat man damals noch 2014 prognostiziert, dass es mindestens noch 25 Jahre geht, bis eine Maschine einen Mensch kann schlagen in dem Spiel, weil es einfach so viel mehr Kombinationen gibt als im Schachspiel. Sie sehen, 2016 bereits AlphaGo hat den Mensch geschlagen, den Weltrekordhalter. Also das ist schon sehr eindrücklich, wenn man schaut, was die Maschinen eigentlich alles können. Und ich darf nicht immer nur wettern über künstliche Intelligenz. Ich will auch etwas Konstruktives beitragen. Und darum ein Versuch von einer Definition von künstlicher Intelligenz. Sie sehen auf der linken Seite Performance, also eigentlich die Leistung von etwas. Und auf der rechten Seite sehen Sie Kompetenz. Und ich glaube, alles, was Sie im Bereich künstliche Intelligenz, ein bisschen Zeitung können lesen etc., hat vor allem mit dem zu tun. Also schnelle Suchmaschinen, schnelle Roboter etc. Also alles, was es Regeln gibt, die man irgendwie automatisieren kann, kann man immer eine Maschine bauen, die ein Mensch wird schlagen wird. Jetzt interessant wird es, was ist eigentlich, wenn Sie eine Maschine fragen, was kann man eigentlich mit einem Pärli Schuhe so machen? Dann sagen die meisten Maschinen, ja, so Schuhe, die kannst du einfach anlegen. Aber eigentlich würde ein Mensch sagen, also mit Schuhen, da kann man im Fall Nägel einschlagen, da kann man kleine Schiffchen bauen, die kann man über den Mar rühren, weil wir wissen, was ein Schuh ist. Oder auch Schachbrett. Also wenn man jetzt ein 11x11 Schachbrett hätte und als Mensch hat man gelernt, auf einem 8x8 Schachbrett zu spielen, ist das jetzt für keinen Menschen ein Problem, der die Regeln kennt. Eine Maschine kann das nicht. Also das sogenannte Transferieren von bestehendem Know-how auf unbekannte Situationen, das, was man als Kompetenz bezeichnet, ist total Mystery. Und ich habe mir noch fest überlegt, ob ich am Wirtschaftsforum so etwas zeigen darf, aber was ist eigentlich extrem kompetent, aber nicht so performant? Und ab und zu habe ich das Gefühl, ab und zu ein paar Politiker, aber das wieder schnell wegtun. Um das abschließen, ich glaube, vor 300-400 Jahren wollten die Leute künstliche Vögel bauen. Und dann hat es Forscher gegeben, die haben den Vogel verschnitten und gesehen, da hat es Flügel und Feder und Knochen etc. Und sie kennen vielleicht die Holzgestänge aus den Geschichtsbüchern, wo dann so, die Dinger haben dann nie so richtig geflogen. Heute macht eigentlich die Hirnforschung genau den gleichen Fehler. Die schauen das Hirn an, machen da die Kubikmillimeter, die sie nachbauen wollen. Es ist der Leonardo da Vinci gewesen, das ist übrigens das Bild, das Sie da sehen, der gesagt hat, also wenn ihr wirklich einen Vögel bauen könnt, müsst ihr nur das Flügelprofil raustüfteln, ob jetzt da noch Federn drauf oben kleben oder ob da noch Blut auf die Flügel drin ist, ist eigentlich völlig egal. Und darum interessiere ich mich eigentlich nicht für das biologische Hirn, ich interessiere mich eigentlich für das Prinzip der Intelligenz. Ich will also keine Vögel bauen, sondern ich will den Flüger bauen. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass wenn man wirklich will künstliche Intelligenz bauen, dass man eigentlich das Prinzip von der Intelligenz knacken sollte. Ich komme zu meinem letzten Thema, und zwar, wieso dass wir eigentlich uns alle vernetzen sollten und sofort eine Führungsrolle übernehmen weltweit im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist so ein bisschen provokantes Statement. Ab und zu würde ich gewissen Wirtschaftsbossen hier in der Schweiz das T-Shirt anlegen, wo mir sagen, ja, Pascal, ich weiss, eigentlich sollte man etwas machen im Bereich Digitalisierung, aber jetzt gerade im Moment nicht und so. Und es stellt sich schon ein bisschen die Frage, in welchem Team spielen wir eigentlich? Spielen wir eigentlich im Team Mensch oder spielen wir eigentlich im Team Roboter? Also wenn ich da so ein bisschen schaue, was da für Produkte eingesetzt werden, werden immer mehr Menschen aus dem Prozess raus tun. Und wenn man ein bisschen schaut, wie sieht es eigentlich mit künstlicher Intelligenz global aus, habe ich Ihnen mal die letzte Karte ausprintet. Das sind all die Länder, die eine sogenannte AI-Strategie haben. Ich habe natürlich geschaut, ob ich da die Schweiz drauf entdecke. Nein, leider nicht. Also in der Schweiz haben wir keine AI-Strategie. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel von einer AI-Strategie. Also die Chinesen sagen ganz klar, bis 2020, wenn man den Rückstand geschlossen hat zu der westlichen Welt
Und bis 2025, 2030 wollen wir globale Dominanz haben im Bereich künstliche Intelligenz. Also ein klares Statement, eine klare Strategie. Wenn man ein bisschen schaut, wie sind eigentlich so Chinesen unterwegs oder die Amerikaner oder andere Länder im Bereich Anzahl Publikationen im Bereich künstliche Intelligenz, dann können Sie noch ein bisschen zählen. Also irgendwo da im Bereich 40'000 Publikationen publiziert in dieser Zeitspanne. Die Schweiz irgendwo da unten im Bereich von 1'500, 1'600. Und eigentlich ist es bemerkenswert, dass wir in der Schweiz trotzdem führend sind im Bereich künstliche Intelligenz. Und zwar zeige ich Ihnen einfach einen einzigen Chart, nämlich die hier. Der sogenannte Citation Impact, also wenn immer eine wissenschaftliche Publikation in der Schweiz kreiert wird, an der ETH, an der Uni, an der Fachhochschule etc., dann hat das weltweit am meisten Impact, das wird am meisten referenziert von allen Wissenschaftspublikationen. Und das ist noch interessant, das heisst, wenn eigentlich das Know-how, das wir in der Schweiz haben, ist eigentlich weltweit führend im Bereich künstliche Intelligenz. Und wenn Sie sich fragen, wie viel ist denn der Citation Impact von China, dann rangiert das da irgendwo im Bereich von 0, irgendetwas. Und darum, wenn man das sich summiert, ist eigentlich die Schweiz eine AI-Nation. Das wissen gar nicht so viele Leute nämlich. Interessant dann in der nächsten Karte. Wir haben eigentlich am meisten Anzahl AI-Firmen, also künstliche Intelligenz-Firmen, Anzahl Bevölkerung. Und ich finde auch interessant, und die Karte ist von der Swisscom, wo Sie nachher noch ein Referat hören. Eigentlich, wenn man hier schaut, gibt es in der Schweiz auch viele interessante Firmen. Ich mache ganz kurz ein Beispiel von der Firma StarMind. Also wir verkaufen... Wir verkaufen künstliche Hirne. Und das hat vorher der Lipp schon gesagt. Eigentlich ist das noch interessant, dass so eine kleine Firma aus Küsnacht in der Lage ist, eine der grössten Finanzierungen in Europa anzubringen im Bereich künstliche Intelligenz. Und das ist man sich auch nicht so bewusst, dass wir eigentlich in der Lage sind, ein Talent weltweit zu begeistern, in die Schweiz zu kommen, arbeiten zu gehen. Und was wir machen, Sie können einfach als ein Mitarbeiter von einer Nestle oder von einer Swisscom oder von einer Swissi, können Sie einfach eine x-beliebige Frage an Ihr Konzernhirn schicken und in etwa 95% von allen Fragen wird das sofort gelöst. Details können Sie irgendwo nachlesen. Jetzt interessant ist, die Technologie, wo man dort quasi grosse Anzahl Mitarbeiter zu sogenannten Problemlösungsmaschinen vernetzt, so wie so Superorganismen, kann man eben auch weltweit einsetzen. Also wir haben jetzt gerade das IQRK, sind wir dran vernetzen. Wir anfangen vernetzen Down-Syndrom-Familien, also Familien, die ein Kind haben, die Trisomie 21 hat. Und plötzlich sind wir auf die Idee gekommen, wieso tun wir nicht eigentlich mit dieser Technologie systematisch weltweit alle Talente im Bereich künstliche Intelligenz vernetzen und so einen ganz mächtigen Superorganismus bauen, wenn ich jedes Problem sofort lösen im Bereich AI. Und das ist eigentlich interessant, dass wir da Technologien haben, wo wir eigentlich weltweit das Talent können systematisch nutzen und eben dazu bringen, um einen Durchbruch erreichen im Bereich menschenartiger künstlicher Intelligenz. Und Sie sehen schon das Bild. Das Programm Mindfire, das vorhin mal erwähnt worden ist, zielt genau darauf ab, dass man eigentlich all die Talente weltweit vereinen, um das Problem eben zu lösen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein einzelnes menschliches Hirn wird können künstliche Intelligenz kreieren. Ich glaube aber, dass wenn man Hunderte oder Tausende oder Zehntausende gescheite Hirne dort irgendwie systematisch vernetzen, dass man eben einen Durchbruch machen kann. Das Ganze da hat stattgefunden in Davos im Mai. Und interessant, wenn man schaut, das war für mich eigentlich schon immer ein grosses Hirn. Wir haben einfach aus dem Hotel in Davos einen der grössten Hirne weltweit gemacht. Und die Idee von Mindfire ist, wie bei der Mondlandung, Apollo 1, Apollo 2, Apollo 11, macht man eigentlich Mindfire-Missionen, Mindfire 1, Mindfire 2, Mindfire 3. Und in jeder Mission kommt ein bisschen näher dem sogenannten Brain Code. Und das sind schon mal die Top 100, also die Top-Talente, die wir weltweit selektiert haben. Und das wird jetzt regelmäßig gemacht. Und das ist noch interessant, dass wir mit so einem Programm eigentlich versucht, uns weltweit ein bisschen an der Spitze zu bewegen. Ich fasse zusammen. Ich glaube, in der Zukunft werden Menschen so mit so modernen Netzwerktechnologien unterwegs sein. Da kann man an Konzernhirn Fragen stellen und es wird automatisiert gelöst. Dann glaube ich, dass der Mitarbeiter 3.0 jemand ist, der die Technologie immer näher kommt. Also am liebsten hätte ich ja kleine Linsen auf meinem Auge. Und immer, wenn Sie mich etwas Unschwieriges fragen, habe ich wie so einen kleinen Teleprompter, der mir ganz genau sagt, was ich jetzt wissen muss. Und Sie haben das Gefühl, wow, der Pascal Kaufmann ist dann gut vorbereitet, der weiß irgendwie alles. Aber eigentlich lese ich das einfach ab, von der kleinen Linse, und bin mit Tausenden von Hirnen gleichzeitig verbunden. Das ist etwas, das relativ bald einmal kommen wird. Und der Mitarbeiter 4.0, glaube ich, wird wahrscheinlich ein Roboter sein. Also ich glaube, es ist super, wenn die Maschinen die Arbeiten übernehmen. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn die Leute sagen, ja, aber Pascal, ich definiere mich doch durch meine Arbeit. Was mache ich denn, wenn ich mal nicht mehr arbeiten muss?
Also hat man vor 200 Jahren gesagt, anstatt 18 Stunden auf dem Acker sitzen und den Herdöpfel ausgraben, wirst du eines Tages nur noch 8 Stunden arbeiten müssen. Hättet ihr gesagt, ja, was mache ich denn meine 10 Stunden, die ich da mehr habe? Ich finde es wichtig, dass man sich nicht nur dort seine Arbeit definiert. Ich finde das super, wenn die Maschine die Arbeit macht. Ich kann mir gut vorstellen, was ich mache in meiner Freizeit. Da gibt es noch ganz viele Planeten, wo wir noch nicht waren, sind ganz viele Inseln, wo ich noch nicht war. Und darum glaube ich, dass es eben auch innen liegt, auch als Wirtschaftsgrössen, genau zu bestimmen, was soll eigentlich automatisiert werden und was nicht. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen ein interessantes Wirtschaftsforum. Besten Dank. Vielen Dank. Es ist faszinierend, oder, was wir uns da in Sachen künstliche Intelligenz haben. Eins kann ich also bestätigen mit diesen Robotern. Ich musste künstlich mit einem Roboter zusammen moderieren. Und ich kann Ihnen sagen, da stehen Sie Todesängste aus, weil Sie müssen den genau so platzieren, wenn Sie nicht genau am richtigen Ort anlangen, dann rennt der durch das ganze Publikum durch. Also ich habe wirklich geschwitzt, künstlich. Also wir sind wirklich noch nicht so wahnsinnig weit. Aber frag Pascal Kaufmann, also wieso? Wollen wir jetzt eigentlich den Braincode knacken? Weshalb eigentlich? Wieso wollen wir das wissen? Wieso müssen wir das wissen? Also, künstliche Intelligenz schaffen ist wirklich der heilige Gral. Eben, wenn man das eigentlich hat, dann würde ich das als allererstes mal der Wissenschaft einsetzen. Aber den heiligen Gral haben Sie auch noch nie gefunden. Findet ihr dann den Code? Ja, das ist genau das, wo die Leute sich fragen. Gibt es den heiligen Gral? Kann man das Hirn bauen? Ich persönlich glaube, man kann das bauen. Weil wir haben hier oben ein biologisches Hirn. Ich sehe keinen Grund, wieso man das künstlich bauen sollte. Aber die eigentlich die Ersten sind, die das knacken können, den Braincode, sind auch die als Erste können sagen, wo das die Entwicklung hingehen. Ist das jetzt aber so ein wie ein Wettlauf, wie ein Raketenwettlauf? Wer hat die beste Rakete? Wer hat zuerst den Braincode knackt? Und du hast ein bisschen Angst, dass Chinesen die Ersten werden sein. Und das ist nicht so wirklich wahnsinnig positiv für uns, also westliche Demokratie. Wenn das Intellectual Property im Bereich künstliche Intelligenz an einer Regierung gehört oder an einer Tech-Company, dann finde ich das nicht so gut. Mhm. Eigentlich sollte man das ein bisschen Open Source machen. Eigentlich sollte man noch ethische Leitplanken haben. Ich glaube, wir sind auch weltweit akzeptiert, dass die Schweiz eigentlich eine Vermittlerrolle einnimmt. Wir haben ja Talente in unserem Land. Eigentlich werden wir von vielen Ländern akzeptiert als ein Epizentrum im Bereich künstliche Intelligenz. Wir müssten die Rolle eigentlich aktiv jetzt spielen. Mhm. Also es ist interessant, dass er das mal sagt, dass man in der Schweiz wahnsinnig gute Ausgangspositionen hat. Das ist ja vielen Leuten gar nicht bewusst. Wir tun uns ja stärker mit den Hörnern von Kühen beschäftigen als mit der Artificial Intelligence. Das ist schon klar. Vielleicht sollten wir uns mal mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Aber du hast mal gesagt, wie viel Geld würden wir jetzt brauchen, um den Code zu knacken? Das braucht ja auch noch ein bisschen finanzielle Mittel. Kann man da irgendeine Aussage machen? Ja, das kann man. Also ich würde sagen, mit 2,5 Milliarden kann man den knacken in der Schweiz. Es gibt ein Konzept, das das ziemlich genau beschreibt. Wenn man das würde ausgeben würde, würde ich sagen, dass man das innerhalb von 3, 4, 5 Jahren kann man das knacken. Also gar nicht mehr so lange würde das passieren. Also 2,5 Milliarden müsstest du jetzt sammeln. Also vielleicht können wir irgendwie Kanton Schweiz kann vielleicht schon mal anfangen, ein bisschen Geld sammeln, dass man das irgendwie knacken könnte. Also würde es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, ist das wirklich wahr? Also ich muss noch ein bisschen aufpassen. Dort habe ich gelernt in der allerersten Vorlesung, dass es nicht so darauf ankommt, wie fest man nach Herdöpfeln graben, als vielmehr, wo man dort nach Herdöpfeln graben. Also ich glaube, 98% von allen Tech-Firmen in der Welt glauben, dass hier ein schneller Computer ist. Früher haben sie gemeint, oben hätte ich Zahnrädchen und Pümpeli. Wenn man da noch weiter an diese Sachen glaubt, dass das einfach ein schneller Computer ist, dann geht es wahrscheinlich noch ziemlich lang. Mhm. Wenn man aber schafft, Wissenschaftler ganz systematisch auf die paar offenen Fragen, dann kann es eben ganz, ganz schnell gehen. Also das heisst, man muss wirklich unterscheiden zwischen künstlicher Intelligenz, wie man so oft von gehört, Deep Learning und Machine Learning, und wirklich dem Braincode. Da hat es einen ganz grossen Unterschied. Das haben wir jetzt gelernt bei dir. Gut, wir werden nachher noch weiter diskutieren. Vielen Dank, Pascal Kaufmann. Wir können nachher noch weiter diskutieren. Was hat das für einen Impact? Auf die Arbeitswelt, weil er vorher gesagt hat, ja, man kann auch noch Besseres machen im Leben als arbeiten. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass unsere Gesellschaft sehr stark auf der Arbeit basiert. Und wenn uns irgendwie die Arbeit ausgeht, ich weiß nicht, ob das für alle so wahnsinnig positiv ist, wie viele sich tatsächlich sehr stark über die Arbeit definieren. Aber das können wir nachher noch diskutieren.